Ich öffne heute eine 40-Euro-Box gegen eine 400-Euro-Box. Welche von den beiden wird sich mehr lohnen und welche wird uns mit reichlichem Puls bescheren? Das finden wir jetzt heraus. Die erste Box ist Glänzendes Schicksal. Ich habe die Box für ungefähr 45 Euro geschossen. Ist schon ein sehr stabiles Produkt. Mal schauen, was wir ziehen werden. Ich liebe diese smoothen Übergänge. Die Box sieht erstmal ultra hochwertig aus, wenn wir uns das Plastik hier mal angucken. Meine Meinung dazu ist halt immer so, yo, das ist sehr viel Plastik für insgesamt 8 Booster plus 2 Promokarten. Aber das Auge ist hier natürlich mit dabei und es sieht sehr eindrucksvoll aus. Mit dabei sind natürlich die beiden Promokarten mit Xbert VMAX und dem normalen Xbert V, was eine sehr spielstarke Karte ist durch die Fähigkeit Finstere Bereicherung. Und wer von euch die Karte nochmal in XXL haben möchte, der schreibt jetzt in die Kommentare 40 versus 400. Wir haben hier nur 7 Booster am Start, gar nicht 8. Ich bin traurig, wo ist mein eines Booster? Ich dachte, es wären 8. Ne, wir haben hier tatsächlich nur 7 am Start. Was nicht schlimm ist, es kann trotzdem sein, dass wir hier ultra krasse Banger drin haben. Glänzendes Schicksal ist ein Set, was viele, glaube ich, nicht mehr auf dem Schirm haben. Soll verborgenes Schicksal kleiner Bruder sein. Es gibt Shiny-Karten hier drin, Amazing Rares, VMAX-Karten, Gold-Karten. Es gibt hier so ziemlich alles drin zu ziehen. Aber das Ding ist, die meisten Leute mögen dieses Set nicht wirklich. Schlaraffel, mein absoluter Albtraum Unite. Wenn der seinen Unite-Move macht, der rülpst mich kaputt. Aber nur, let's go, Alter! Voll vergesst, dass hier auch der Boy drin ist! Ihr liebt es, wenn ich das mache und ich liebe es ebenfalls. Es ist ein schlechteres verborgenes Schicksal, ja. Dennoch ist die Pullrate von diesem Set sehr viel besser als verborgenes Schicksal. Und deswegen mag ich das Set sehr, sehr gerne. Und gerade durch Verfügbarkeit, die ETB ist gerade wieder gekommen. Kramo haben wir hier als Shiny-Karte. Let's go, einer der besten Anfangs-Birds meiner Ansicht nach. Also, yo, Alter, was sind wir dann falsch machen? Alter, das ist einfach ein silberner Ritter, der ist einfach crazy. Volcanion haben wir hier und Bojolin. Aber wie ihr vielleicht merkt, wir haben jetzt 2 Booster geöffnet und schon 2 Hits. Das läuft halt mega gut. Und wenn wir jetzt hier einfach so einen VMAX Glurak ziehen, dann Feierabend. Dann ist halt Feierabend, sage ich euch. Schau mal, Shimpep. Motineva und Befehl vom Boss. Der Befehl sagt jetzt seinen Cuttern, die sollen jetzt hier bitte eine geile Karte reinschneiden. Das ist mein Befehl an euch. Please. Ich will jetzt hier eine dicke Shiny haben. Eine dicke Shiny. Shinux. Weberak. Gortrum, okay. Aber Mopeko! Ey, Jungs, ihr habt falsch gearbeitet! Gortrum, okay. By the way, falls ihr mein Team abchecken wollt, mit dem ich hier den Kanal führe, mit meinen Cuttern, checkt gerne das Video ab, ihr seht es zuerst. War sehr, sehr witzig. Und dort ist ebenfalls ein knackiges Gewinnspiel. Und wir schauen mal rein, ob wir hier jetzt noch was ziehen können. Weil ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir heute noch was ziehen. Smogon, Mopeko hier. Yanma, Bojolin und Schlaraffel again. Alter, der Junge ver... Genauso wie der hier. Also die Pullrate ist halt wirklich strong. Aber bisher haben wir die Box auf jeden Fall noch nicht rausgeholt. Die Promokarten sind ganz nett vom preislichen halt her und auch von der Spielbarkeit. Ich glaube, wir ziehen Normal Shiny. Amazing Rare! Übeltal! Nice! Wisst ihr, wenn es gar nicht glänzt und man gar nichts erwartet, dann kommen diese wunderschönen Karten hier. Leider auch nichts wert, aber trotzdem muss ich natürlich sagen, dass die Amazing Rares mit einer der besten Rarities überhaupt waren aus der Schwert- und Schildzeit. Also da hat Pokémon wirklich etwas sehr, sehr Nices gedroppt. Jedoch hoffe ich mal, dass wir nochmal eine Shiny Full Art hier ziehen können, weil bisher haben wir das noch nicht. Und es bleibt doch dabei. Eine weitere Box, die wir haben, ist diese hier, die Eevee Hero Special Box. Diese kostet grob 90 bis 100 Euro und bietet sehr, sehr viel. Wir haben hier 8 Booster des besten Sets 2021. Gefühlt ist jedes Set das beste Set. Eevee Heroes. Und wir haben ein Promo-Set mit einer Promo-Karte. Und wir können hier den Turm ziehen, der komischerweise ein Tausender geht. Ich möchte nicht den Turm ziehen. Eigentlich möchte ich schon. Okay, wir haben das Special VMAX Pack, aber wir haben auch die normalen. Eevee Heroes habe ich in letzter Zeit öfters mal im Livestream geöffnet. Und das Gute ist an diesen Packs, wir haben hier keine feste Ratio. Das heißt, wir können ja mit 3 Secret Rare Karten rausgehen. Können hier aber auch gar nichts drin ziehen. Na, das ist das Ding. Wir haben Set Voltoball. Ich hoffe, ich werde nach diesem Opening nicht so sad sein. Denn die Booster oder die Boxen sind schon nicht gerade so günstig, sage ich mal halt. Ne? Eevee Heroes hat auch einen Reprint bekommen. Aber der hat nicht großartig viel was vom Preis gerne. Wir haben Flawgis in Holo. Schon mal sehr, sehr cool. Die erste Holo-Karte, die wir haben. Aber die Karte wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Das ist das Problem an diesem Set. Abgesehen von den S-Rare-Karten hat nichts, aber auch gar nichts, einen großartigen Wert. Es sind nur die S-Rares und Alt-Arts, die hier irgendwas Wertvolles mit sich bringen. Glaziola VMAX trotzdessen. Ich habe einen Kratzer hier im Gesicht. Ich habe mich gerade, als ich die Box geholt habe, sehr gekratzt. Von daher wundert euch nicht. Mir geht's gut. Ich hoffe, mir wird's nach diesem Opening noch gut gehen. Schauen wir rein. Let's go. Nächstes Booster. Voltoball.
Hydropia haben wir am Start. Floetz. Okay. Machen wir erstmal das VMAX Booster auf und schauen mal rein, welche von den Promokarten wir ziehen. Wir haben einen Blitzer hier drin. Der Krankenwagen ist am Start. Wir haben Blitzer VMAX hier am Start, der schon mal stabilen Wert reinholen wird. Und wir haben die Energien am Start. Sieht sehr, sehr nice aus. Also war eine Karte mal, die 20 Euro wert ist. Inzwischen nicht mehr ganz so viel. Die letzten vier Booster. Wir haben Glaziola, wir haben einen Blitzer und wir haben ein Flawless Holo. So eine Nachtara Normal V wäre schon sehr, sehr saftig. Schau mal, wir haben Barsch war. Wir haben ein Entei in Holo. Also mit dem Puls sind wir auf jeden Fall hier am Start. Zaplarang haben wir noch. Aber meine Cut hat mir gesagt, es ist nicht die smarteste Idee, die Teile zu öffnen. Ich glaube aber fest daran, dass... Ja, wir aber hier irgendwas drin ziehen werden. Gerade sieht es nicht so aus. Komm schon, let's go. Komm schon, let's go. Komm schon, let's go. Wir haben einen Blitzer, passend zu unserem Blitzer VMAX. Kostet vielleicht auch einen Euro, wenn es gut läuft. Und der goldene Shaker, okay. Letztes Booster. Come on, Eevee Heroes, mach dich unsterblich. Mach dich unsterblich, bitte. Bitte. Bitte! Es ist der Dalukart. Die Box lief jetzt nicht ganz so gut. Eine 180-Euro-Box. Und die ist sehr klein. Und dort hinter verbirgt sich Rayquaza. Eine sehr, sehr stabile Box. Wir bekommen hier eine Rayquaza-Megakarte in gigantisch. Und wir bekommen Rayquaza EX Promo in Shiny halt. Dazu noch vier Booster, Protoshock, zweimal Agent Origins und Roaring Skies. Frage ist halt jetzt, kriege ich die Promokarte heraus, ohne sie zu beschädigen irgendwie? Seht ihr das? Diese Nupsis da, die werden höchstwahrscheinlich die Karte beschädigen gleich. Oder auch nicht. Come on, please. Eine gute Copy von der Karte habe ich noch nicht. Rayquaza EX Shiny. Holy shit, sieht die geil aus. Ich bin Rayquaza Stan. Ich liebe Rayquaza. Eines meiner absoluten Favorite-Legendären überhaupt. Und die Karte hier einfach drin zu haben, die ist bestimmt gut was wert und sieht auch mega aus. Okay, da. Seht ihr das? Packaging Pokémon 1A. Die Karte in der 10 zu bekommen ist, glaube ich, unmöglich. Und deswegen ist der Preis der 10 auch unmöglich. Aber sieht geil aus. Holy shit. Und die tolle Karte hier, die große. Die kann man hier so schön rausziehen. Und ich bin auch kein Fan dieser riesigen Karten. Ist ganz nett zum Aufhängen oder zum Hinstellen, ja. Aber spielen kannst du damit nicht. Obwohl jemand damit angetreten ist beim Pokémon-Turnier, muss man sagen. Und wir haben diese coolen Packs aus der XY-Zeit. Wir fangen an mit Roaring Skies. Shaman ist hier drin zu ziehen. Rayquaza ist hier drin zu ziehen. Spielstarke Karten, definitiv. Durch und durch und wir hoffen mal, dass wir hier was ziehen können. Ich würde mich sehr über eine EX freuen oder über eine Megakarte. Schauen wir, wir haben Habitak und, oh wei, der Ratini, Fritzeblitz, Megaturbo in Ninja Tom. Danke, Ninja Tom. Ja, nochmal Megaturbo, okay, Pelipper und eine Codekarte. Haben wir heute schon irgendwas Geiles gezogen? Ich glaube nicht. Protoshock, lang nicht geöffnet. Das letzte Mal habe ich in einem privaten Boxbreak tatsächlich da ein paar Booster mir geordert, weil die Booster sehr, sehr günstig waren. Frage ist ja bloß, kriege ich das auch jetzt so hin? Ich glaube, da gibt es sehr geile Karten. Agent Train Makago, Half Art, Reverse, sehr, sehr cool. Und unsere Rare, ist eine Goldkarte, holy shit! Weakness Policy in Gold! Yo! Das ist crazy! Let's fucking go! Weakness Policy in Gold! Ach du Heilige, das sind noch Goldkarten, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Das ist eine Banger-Karte. In Englisch, Near Mint, Weakness Policy. Und die glänzt und glitzert hier sogar mit dem schönen Pokéball-Icon. Nice, eine dicke Secret Rare gepult. Einfach so. Goldkarte wurde gepult mit einem Goldglas. Alter, wenn wir hier jetzt eine Full Art Mega Shiny-Karte ziehen, ne? Ich sag's euch, ich gehe Handstandmodus. Incognito. Eboli. Wir haben Snubbilicat. Porygon. Wieder Incognito. Gyarados. Nur ein. Und ein Beatless Killer. Okay. Okay. Agent Origins hat sehr viele coole Shinies. Unter anderem Rayquaza, Groudon und Kyogre. Frage ist ja bloß, können wir diese hier heute heraufbeschwören? Eboli. Wir haben wieder Snubbilicat. Wieder Porygon. Carpador und Entei. Gibt es als Holo-Promo tatsächlich auch die Karte. Aber hey, wir haben eine Goldkarte gezogen aus dem Booster. Das ist schon sehr krass. Die 400-Euro-Box. Und diese überrascht krass. Ich habe diese schon so oft auf meinem Kanal geöffnet. Die schimmernde Legenden-Ho-Oh-Box. Diese Box ist ein Augenschmaus, sage ich euch.
Guckt's euch an, was wir haben. Wir haben Schimmernde Legenden, eines der besten Booster aus der Sonne-Mond-Zeit. Wir haben Schimmernde Celebi, Ho-Oh in Rainbow, in mega groß. Schimmerndes Lugia haben wir hier, Pikachu und noch mehr Booster. Und das Ding ist, die Promokarten bezahlen diese Box schon heftig. Sei vorsichtig, sei ganz, ganz vorsichtig hier, Junge. Denn diese Karten, die sind gefährlich crazy und wirklich wertvoll. 8 Booster Packs. Wir haben eine coole Spielmatte. Im Englischen ist das eine actually Matte. Wir haben halt nur ein Stück Pappe. Wie mache ich das am smartesten? Wisst ihr, diese alten Promos, das ist so eine Geburt. Ich hoffe, das war richtig. Okay, wie schon gesagt, wir haben 8 Booster Schimmernde Legenden, um Shinies oder auch Labor Mewtwo zu ziehen. Oder Rainbow Mewtwo, was mir bisher immer noch fehlt. Und wir haben krasse Promos. Pikachu Galaxy Foil ist hier drin. Auf den ersten Blick die schwächste Promo von allen. Aber trotzdem mega, mega crazy. Mit dem Palm sehr, sehr Sonne-Mond angehaucht. Dann haben wir den Star Player der Box. Rainbow Ho-Oh. Centering ist hier nicht optimal. Trotzdem ist eine schöne Karte. Haben wir Beschädigung. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben halt nur ein bisschen Whitening hier überall. Was ist das? Okay, never mind. Die Karte hat hier deutliche Punkte. Nice Pokémon. Danke fürs Packaging. Jedoch eine schöne Karte mit einem sehr schönen Foiling. Das ist schon mal krass. Dann haben wir Schimmerndes Celebi. Nur in dieser Promo erhältlich. In Deutsch. Auch fantastisch. Centering ist bei der Karte nicht optimal. Aber dafür sieht die Karte ganz okay aus, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben da oben da so ein bisschen was. Und, oh, Leute, seht ihr das? Das ist ein Dent. Das ist ein automatischer Dent. Das wird bei PSA gleich als 6 gezählt. Das ist sad. Aber das Ding ist, die Karte ist halt leider immer so. Aber die Frage ist halt jetzt, hat das schimmernde Lugia das Ganze? Weil das ist eine Karte, die 50 Euro kostet. Und ich sehe hier kein Dent. Sehr wichtig, kein Dent. Wir haben da oben halt ein bisschen was. Ja, und die Corners sind auch nicht so schön. Aber dafür hat die Karte keinen Dent. Was mega wichtig ist. Guckt euch das Holo-Foil an. Wie schön ist das bitte? Und ich hoffe, dass wir hier noch eine Shiny ziehen. Die Shinies aus dem Set sind angehaucht aus dem Neo Destiny Set. Guckt euch auch hier das Celebi an. Es leuchtet nur das Pokémon. Und die Karte an sich ist normal. Sehr geile Karten. Okay. Dabei ist noch die XXL-Karte, muss natürlich auch mitgerechnet werden. Und wir haben jetzt 8 Booster-Packs, um uns unsterblich zu machen. Es ist eine kranke Box. Es ist eine kranke Box. Die Frage ist nun, können wir mit dieser kranken Box irgendetwas ziehen, was sich lohnen wird? 400 Euro ist eine Hausnummer. Aber wie gesagt, die Promos sind schon stark. Wir haben Arbok Reverse und Mewtwo GX als Start mit seinem Rasengan, was er dort auflädt. Der Big Boy in der normalen Form ist schon mal vorhanden. Puh, in jedem Pack ist ja auch eine Holo drin, was nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, das Set ist eigentlich interessant für die Shinies und für die Secret Rare. Die Secret Rare, die Labor Mewtwo Secret Rare, die wohl eine der schönsten Karten ever ist. Leider nur ein Keldeo haben wir hier. Eigentlich müssten wir Entei und die Pokémon-Züchterin ziehen, weil das sind die Go-To-Karten, die ich halt immer in einem schimmernden Legenden-Opening ziehe. Mal schauen mal rein, was wir ziehen werden. Ich würde mich sehr über eine Shiny freuen. Mew ist die schönste Shiny meiner Ansicht nach. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Raikuni Reverse Rare, die auch eine Holo ist. Shaymin Holo haben wir hier am Start. Sehr, sehr geil. Eine Skyform heißt es, nicht Resolute. Skyform. Und wir gucken mal, wir haben Mewtwo hier auf dem Cover. Wir haben schon ein Mewtwo gezogen. Komm schon, noch ein Mewtwo. Würde mich sehr, sehr freuen. Rosana, Plusle, Mitsunda. Super Ball, Mewtwo Full Art! Es ist ein Mewtwo Mewtwo drin. Es ist ein Mewtwo Mewtwo drin. Haben wir letztes Mal auch gezogen. Beim letzten Opening hatten wir auch schon Mewtwo. Also, wir sind der Mewtwo Hunter bisher. Boah, so eine schöne Karte. 4 Booster haben wir noch. Komm schon. Gibt uns eine saftige Shiny. Tyrakrok, Pikachu, Rattan, Zorua, Mitsunda, Viridium. Ich habe gerade mit Genesect gehofft. Schade, 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 schade. Wir haben Shiny Mew auf dem Cover. Komm schon, Shiny Mew, Shiny Mew, Shiny Mew, Shiny Mew. Ah, Blusemino, die Türken. Besasan. Besaknosp. Vielleicht noch Besaflor gleich. Schauen wir mal. Rattan. Palkia haben wir hier. Schade. 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 2 Booster haben wir noch. Wir haben noch ein Shiny Pack und ein normales. Okay, let's go. Komm schon. Mitsunda, Karpels, Minun, Ignivor, Kurtel, Verkrümmungs und da ist Entei. Let's go.
kein schimmerndes Legenden-Opening kommt ohne diesen Mann hier. Warum immer er? Warum immer er? Wenn wir jetzt die Fuller-Züchterin ziehen, dann bin ich raus. Ey. Schreibt gerne in die Kommentare, mit was ihr das Versus-Format das nächste Mal haben wollt. Ich habe sehr viel Spaß immer dabei und ich würde vielleicht nächstes Mal Pre-Release-Kits wünschen. Nur ein kleiner Tipp von mir. Reverse Energy und noch ein Mewtwo. Hey, yo, das passt richtig gut zum Abschluss. Double Psychic Power. Wir haben leider kein Shiny gezogen. Dafür hatten wir sehr viel Spaß. Guckt euch gerne das Versus-Video an. Es war ebenfalls crazy.